Willkommen zurück, Freunde. Und diesmal, jetzt werden wir in eine Höhle gehen. Tobi geht übrigens vor, hat er gesagt. Nein, ich muss ja die Folge machen. Weil Benny ja Angst Leute, hat. 8 FPS. Toll, wie machen wir das jetzt mit Funkgerät? Okay, Tobi, wenn wir so nah zusammen sind in der Höhle, nehmen wir Teamspeak. Also. Kannst dich auf Teamspeak muten, Roger. Ja, nee, aber wenn wir in der Höhle sind, dann können wir ja nicht Funk. Also, das macht ja keinen Sinn. Das ist doch langweilig. Ich meine, in der Höhle brauchen wir ja kein Funkgerät. Wo bist denn du? Ich frag für einen Freund. Warum krabbelst du wieder hoch? Nee, lass mal. Ja, ich glaube, ich bin mal vor, Benny. Hallo? Benny? Hallo? Du kannst auch während du am Seil ein kurzes Licht ausmachen und hier reden. Mann, du Penner, du Otto, ich hab gesagt, du sollst Teams bekommen. Hallo, ich Benny? Gesagt, wo du nicht sagst. Benny! Mann, weil wir in der Höhle nebeneinander stehen, habe ich das Funkgerät oder das Feuerzeug nicht gleichzeitig tragen kann. Ich hasse den Jungen so sehr. Fuck, er hört mich ja wieder. Ja, nee, war in der Höhle. Ja, du mich auch, du Wichser. Nee, lass mal. Also, lass du Tobi, vorgehen. Schreien da ich unten. Ich bin genau hinter dir. Ja. Ja, Moment. Du bist da oben, generell. Ich seh dich doch. Aktuell bin ich natürlich sehr weit hinter dir, ja. Wie konfiguriere ich den Rucksack denn oben? Ja. Jetzt komm mal runter. Also. Ja, ich meine, wie krieg ich die wieder raus? Rucksack rein, Gegenstand rein, kombinieren. Ah, ich weiß wie. Weiß ich nicht. Perfekt. Ja, ich komm runter. Alles easy. Ich wollte nur kurz noch Modis machen. Ah, das wird schon hell. Und ich... Ich meinte schon so... Draußen echt. Ist es schon wieder dunkel. Oder mal hier bei uns draußen dunkel. Hell. So. So, ja. Oh, scheiß drauf, runter. Alter, geht es tief ich runter. Ich sehe so ein Baby. Nee. Nee, das ist, glaube ich, kein Baby, oder? Ich sehe da mehrere Babys. Ich sehe da mehrere Babys. Hey, ich springe mich an! Ich bin genau über dir. Also, wenn du da runter gehst und alles tötest, was mich anspringen kann, komm ich. Nein! Jetzt komm runter! Ich glaub dir nicht! Ich will da runter! Doch! Da leben aber noch Babys. Nein, da leben noch Babys, töte die erst. Jetzt komm mal runter. Und außerdem schreit da dieser Alte. Töte die mal. Du Fälle, jetzt komm da runter. Ja, willst du dich verarschen? Da rechts in der Ecke ist doch so ein achtbeiniges Ding. Welcher Alte? Sind wir in derselben Höhle? Du siehst es nicht. Ja. Ja, wo bist denn du? Wieso siehst du das? Ich kann mich soweit nicht mal umdrehen. Ach so, du siehst aber die... Ach, Babys, die ich gerade anspringen wollen, oder? Seil. Und da rechts ist eine Lichtquelle. Ja. Und zwischen beiden geradeaus war die achtbeinige. Ja. Aber jetzt ist sie gerade im Dunkeln. Wenn du die Babys tötest, komm ich. Du Penner. Ja, jetzt ist sie auch gerade im Dunkeln. Ich seh da echt nichts, Mann. Darf ich dich verarschen? Ich sehe nicht mal die Babys von hier oben. Von ja, die Babys. Du bist ein bisschen tiefer. Das siehst du doch. Hä, die sind links neben der Lichtquelle.
Kann ich von hier aus einen Molotow-Cocktail werfen? Wäre relativ wichtig. Ich weiß, den Feuerzeug kann ich halten, aber Molly werfen natürlich nicht. Also, wir suchen uns entweder eine andere Höhle. Oder du schüttest das jetzt alles, was da unten ist. Nein. Oder wir gehen beide wirklich gleichzeitig runter. Weil ich nicht. Ja, wenn du da unten nicht? Bist und alle Aggro gezogen hast. Alleine und ich runter kann, ohne dass dich was anspringt. Da komme ich runter. Ja, ja. Wir kommen weiter runter auf die Höhe, wo sie. Komm, ich sehe halt nicht runter, geht. Ich weiß nicht, wie tief das nur ist. Ich sehe dich ja nicht. Wenn du auf meine Höhe kommst. Boah, ich hab so minus 20 Bock, ey. Wo bist denn du? Hier auf meine Höhe, da passiert nichts. Komm halt weiter runter. Ich sehe dich ja immer noch nicht. Du kannst auch in mich rein. Wo bist denn du? Allah, jetzt sehe ich mal deinen Namen. Jetzt geht ziemlich weit runter. Und? An dir bin ich noch nicht vorbei. Ich bin ja quasi unten. Gesehen. Ja, jetzt geh da runter, töte die, ich komm direkt nach. Versprochen. Moment, guck, guck mal, da vorne rechts ist sie. Da wo die zwei Lichter sind. Ich komm wirklich, ich versteh's dir nicht. Also ich werde aber Mollys werfen. Also ich werfe Molly da hinten. Das ist ein scheiß Speer. Das ist die Mutter, oder? Nee, ist. Ach, da hinten, aber das ist. Was anderes. Ja, aber das ist doch die Mutter. Die hat doch, anderes. Das ist doch spinnenartig. Das hat sechs Beine oder vier Beine. Jo, ich komm direkt nach verschworen. Stimmt. Ich also werfe Molly. Okay. Bist du schon unten? Oh. Ja. Die Babys leben aber noch. Ja! Okay, ich werde Molly in die Richtung von der Alten werfen. Ich wurde angesprungen. Das klappt nicht mit Molly. Au! Au! Meine Shotguns klappen alle nicht mehr. Au! Oh. Bin in Mami. Oh. Oh oh. Ja, Mann! Ich bin gleich tot. Du musst hier erst anbrennen, Mann! Wieso kann ich mir Inventar nicht öffnen? Ich auch. Moment. Gut. Kannst mich retten? Ich arbeite dran. Oh Gott, ich sehe überhaupt nicht. Ich bin entweder tot oder ich töte sie gerade. Ich sehe nichts mehr, ich bin tot. Ja. Ich bin auch tot. Ja, drücke E zum Neustart. Oder warte ein bisschen, gut gelaufen. Boah, Leute, ich stehe wieder auf. Das ist ja saudumm, ich habe E gedrückt. Ich auch. Ah, okay, aber der Spielstand wurde jetzt nicht gelöscht. Hm? Nee. Aber wir haben nichts mehr, oder? Oh, verdammt. Ja, würde ich aber sagen, das ist ja. Ah, nee, das ist 9 Minuten, das ist nicht gut. Ist jetzt alles alleine gefuttert, du Penner? Hä? Aber jetzt mal ohne Witz, ich konnte halt nichts machen. Also das mit dem, ich hatte ja keine Shotguns mehr gerade. Und dann habe ich aus Panik den Molly weggeworfen, ohne ihn anzuzünden. Ja. Wir sind aber nicht weit von hier. Da ist nicht mal mehr die Axt drinnen gewesen. Ah, das ist jetzt halt. Ja, ich. Nee. Ja, ich hab nichts mehr, also. Kurz runterrennen, Sachen holen. Nee, ich meine, ich habe auch nichts mehr in der Base. Ich hab ja auch gar nichts, null. Ja, ich hab nichts mehr. Das war alles, was ich hatte. Mein Schloss, nichts mehr in der Base. Achso, ja. Ich ja auch. In der Base hab ich ja nichts.
Ding ja. Einmal da runter und gehen. Wie töten wir die Alte? Wo wir gestorben sind. Tobi? Ich glaube, wir sollten zusammenlaufen. Ich bin tot. Wie konnte man nochmal Sachen aus der Hand geben? Tja, ehrlich, ne? Was bist du für ein Penner, Alter? Entschuldigung, mein Fehler. Das war's nicht. Wollte ich nicht. Ich wollte gucken, wie man die Scheiße hier aus der Hand legt, Mann. Mann. Versteck dich in Büschen, um Objekte zu finden. Das ist der absolut beschissenste Typ, den ich je gesehen habe. Ja, ich würde sagen, ich sterbe direkt nochmal. So, jetzt. Wie kann ich es doch aus der Hand legen? Ja, und ich komme nicht mehr aus dem Flugzeug raus. Ja, ich auch. Hier sind haufenweise Leute bei das mir. Das Problem ist, ich erfriere gerade im Flugzeug. Lass auch hart spielen. Das ist super. Das ist eine super Idee. Ja, ich auch. Extremst. Ja, komm, erfriere endlich, du Spacken. Oh Mann, oh Mann. Ich bin erfroren. Ach, wie ist denn das? Wir dürfen ja immer gleichzeitig leben. Also immer einer, oder? Ja, wir dürfen jetzt nicht beide sterben. Ja, aber du warst schon wieder am Leben, oder? Wie meinst du? Er friert halt schon wieder. Du warst auch beide gestorben. Nö. Ich habe ja keine Chance, darüber zu kommen. Und mit Dunkeln habe ich auch so no chance, ey. Ich sterbe gleich. Ja, hier sind drei blaue. Läuft bei mir, ne? Oh Mann. Yes! Hast du es geschafft, oder was? Hä? Willst du mich verarschen? Dann hol doch meins auch gleich. Ich hab Medis. Zeug geholt. Nö. Ich hab Medis. Ich hab kein Leben mehr. Hä? Ja, das ist richtig. Unten in der Höhle. Ja, holst du mich mal ab? Das Baby ist und oberen Höhle sind drei Leute zu. Du wolltest mich nicht zu verkehrt holen, ne? Ja, ich würde sagen, ich bin gefickt. Immer dieses Unflexible. Egal, ich kletter hoch. Hm? Und was denn schon wieder? Du hast auf hart spielen, das ist bestimmt lustig. Relaxen müssen. Komm, lass uns in die Höhle gehen, ein paar Leute jagen. Ja, deswegen hätten wir uns doch vorbereiten müssen ein bisschen. Ich laufe jetzt einfach, ist doch eh egal. Ja, rate mal wer zwischen. Ich bin tot. Und hab mich zu Tode erschreckt. Ich kann nichts machen, also. Ich brauche jetzt gar nicht mehr spawnen, also ich habe da gar keine Chance. Ich glaube, ich komme halt nicht weg. Unsere Häuser. Ja, ich warte jetzt halt, bis es morgen wird oder so, oder du kommst. Was kannst du hier? Mein Metz, was ich noch habe, um mein Leben voll zu kriegen. Wie schon gesagt, ich bin halt da kurz runter in die Höhle gegangen und hab halt mein Zeug rausgeholt. Ach ja.
Ich spawn mal neu, dann siehst du wenigstens, wo ich bin. Hm. Ich bin jetzt irgendwo im Wasser drin. Ja, dein Mikro kratzt gerade echt abartig. Ah. Ich weiß, du bist mittlerweile schwarz. Ja, es wird hell, es wird wieder hell, es wird wieder hell. Einer mit einer Keule, einer mit einer Keule und einer ohne. Und eine ohne. Hey, das ist die, die mich umgebracht hat. Hure. Ja, da rennen ja, zwei, drei Leute bei dir. Mexican Standoff. Ich kann ja nicht mehr mit der Faust schlagen, das ist so lächerlich. Dann kann man jetzt euch einen Gegenschreck legen. Ich versuche hier Stecker zu finden, aber das wird nichts. Aua. Oh, ich habe zwei Stecker gekauft. Haut mir gerade jemand in die Fresse, während ich ein Schwert crafte. Nee, aber gleich. Kommt übrigens der nächste Ritter. Das ist ein blauer. Ich bin tot. Also ich habe jetzt auf 2% Leben oder so. Einer down. Okay, da hat mich gerade echt heftig gekommen. Da. Ich frag für Freunde. Okay, wir haben ungefähr einen Kill, kann ich rennen. Oh, ich hab eine Keule. Läuft. Nicht, ich nehm ihn. Leute, nochmal. Ja, Leute, du hast dich kacke gehauen. Aber. Oh Leute. Ich boxe ihn tot. Klar, Wichser. Okay, Entschuldigung. Bubi, wie viel Ausdauer hast du noch? Lass vom Flugzeug kämpfen. Jetzt, wenn ich sterben, können wir vom Flugzeug die Sachen mitnehmen. Oh Leute. Du kleiner Hurensohn. Was ein kleiner Hurensohn, ey. Hey, da ist noch mal einer! Das Drei. Ist ganz mieses Porn-Camping. Drei! Sehr, sehr wenig. Aber er hat die. Er hat leider nicht damit gerechnet, dass ich schlau bin. Und natürlich meine Keule wiederholt. Hinter dir! Kleiner Zico hat mich erschlagen. Was kommst du dran, du Penner? Na, lauf auch weit weg und komm nicht zu, kleiner Simba. Wo bist du eigentlich? Ach, da. Ja, deine Mutter. Ich kann mich gleich aufnehmen. Ja, hab ich auch schon des Öfteren heute gesehen. Lol, der hat sich oben gerade die Katze. Du dreckiger Glitch. Ja, liebe Leute, so sieht's übrigens aus, wenn der Bildschirm grau ist. Habt doch heute schon einige Male gesehen. Boah. So, wer war der kleine Assi, der mich gesprungen hat? Dich grillig. Nee. Du warst der kleine Wichser, der mich abgesprungen hat. They survived. Deine Zero. Knochen hängen um den Hals. Du
Der Wichser halt. Hey Milch, ich trag den bis nach Hause. Ja, sehe ich. Ja, aber ich habe 2 Leben. Also ich werde jetzt nicht runtergehen. Der ist ja nicht weg. Oder? Hier ist übrigens dein Loot, glaube ich. Hatte ich 2 Loot? Ach, ich. Boah, ich bin extrem weit gelaufen vorhin. Komm, hier ist eine Feuerstelle, hier ist eine Feuerstelle. Ist eigentlich noch dein Loot unten? Siehst du dein Loot noch da unten irgendwo oder nicht mehr? Ich schwör's dir, ich werde Typen bis nach Hause schlagen. Wenn ich schnell runtergehe, wenn ich noch mal und mir kurz schnappen wieder hoch. Ich werde den auf mein Feuer werfen und danach hänge ich mir seine Knochen um. Und fick seine, und begrabe ihn anständig. Nö, mein Loot gibt's nirgendwo, ich hab mein Loot schon. So, wer hat sich eigentlich das Lager ausgesucht, ey? Weißt du, erst sagst du, du bist unbedingt auf dem Fluss bauen, dann sind wir am Arsch der Heide. Weiß ich wenigstens, in welcher Richtung ich laufen muss, um zum Flugzeug zu kommen. Okay, wir sind fast verhungert. Das ist. Okay, wir haben was für Survival gelernt. Ringelblumen kann man essen. Wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Haus ist kaputt, raste ich komplett aus. Dann rufe ich den Holocaust aus, ey. Entschuldigung. Was bist denn jetzt so? Blöde! Behinderte! Los! So, den kleinen Hurensohn brate ich jetzt. Und dann esse ich sein Fleisch. Jetzt reicht's nämlich, ohne Witz. Das sind zu weit gegangen. Wegen dir habe ich so 0,0 Leben. Potze. Fuck, ich hab ihm nichts vom Fleisch abgeschnitten. Das war ja dumm. Oh, da war ein Kaninchen. Plot Twist, ich hab es nicht mit der Keule bekommen. Als ob es hier nichts zu trinken gibt. Was ist denn das hier, ey? Wie, du bist down. Bist du gerade die Klippe runtergesprungen? Oh. Okay, wir müssen eine offensivere Base nehmen. Damit wir die Typen farmen können. Warum landet hier eigentlich kein gottverdammter Vogel, wenn ich Hunger habe? Down. Da ist doch einer. Down, ich bin tot. Lande. Hey, es waren 3 blaue hinter mir. Stand da als Tipp? Ich glaube auch nicht dran. Ja, versteck dich im Büschen, Mama. Ich habe die Büsche aber ausgestellt, weil euer Dreckspieß sonst leckt. Ich find's ja gut, wie ich so gar kein Leben hab. Und keine Axt.
Also das würde ich gerne mal sehen, mit dem in den Büschen verstecken. Hab ich auch schon. Kann man bei mir auch schon 10-mal. Ich habe hier noch anderes zu tun. Hallo, ich hab das. Ich soll das Essen vielleicht auch draufpacken, damit es grillt. Weißt du, ich wollte ja einfach friedlich bauen. Du, oh, lass in eine Höhle gehen, das wird super. Was ist denn hier mal schiefgegangen, wenn wir in der Höhle waren? Oh. Da habe ich mir nicht so gecraftet. Du musst jetzt mein Fleisch. Ja, aber das ist auch die dümmste Höhle gewesen. Bei jeder anderen hätten wir einfach Molotovs runtergeschmissen. Und das hat. Also ich bin der Meinung, wir sind nur gestorben, weil meine Shotguns nicht funktioniert haben. Also bis du tot warst, konnte ich ja nichts machen. Aber ich habe dich nicht verarscht, ich bin mit dir runtergelaufen. Ich hab zwar nicht ganz gemerkt, wo du warst, aber. Und Gott sei Dank ist alles aufgenommen. Aber ich bin echt im Überlegen, ob ich das mit der Tasche nachgucke. Aber nein. Wir werden sicher ein Buch finden. Ey, ich hab keinen Stress mit dir, Friede, ja? Ah, jetzt gehe ich mal in die Höhle, dann hol mal eine Leiche. Could possibly go wrong. wie hast du eigentlich deine... Oh, lol. Ah, es entwickelt sich gerade die Preisfrage, ob ich überhaupt bis zur Höhle komme. Ich habe halt ungefähr 2 HP. Och, fick dich doch, Digga. Ich geh mal in dein Haus, das ist sicher, oder? Ja, nee, ich hab... Also, theoretisch ja, praktisch nein. Sag mal, ich wollte es nicht ausprobieren. Ich will nicht, dass ihr mir in die Bude einrennt. Aber ich bin ja netter. Guck hier. Ich hab dir einen Zaun gebaut. Schon ein bisschen undankbar, oder? Dann können wir mal bitte kurz zusammen zu der Höhle gehen. Wieso scheint's nicht sicher? Du hast Essen. ich habe Aloe Vera. Die esse ich jetzt mal eher nicht. Wow. Ja, okay. Du Scherzkeks. Jetzt wird das mit der Ringelblume mal davor gesagt, die habe ich nicht alle gegessen. Ich habe einen Hasen gefangen. Vielleicht noch kurz was essen. Glaube ich. Wenn ja, dann ist das jetzt schon die beste Hasenfalle, die je jemand von uns gebaut hat. Klar habe ich Essen. Aber ich habe jetzt Hunger. Gibt hier Leben. Wenn du kein Leben mehr hast. Du willst doch nur haben. Machst du zusammen mit Mariegold. Mit Ringeblume. Aber okay. Ich meine, du willst welche hast. Damit machst du einen Ey, ich habe halt echt 2 Leben, aber ist egal. Es wird eh nicht mehr. Die gute Nachricht ist. Die gute Nachricht ist. Was? Ja, ist doch nichts. Wenn du einen Hasenkäfig dazu baust, dass du bei Hasen reinsteckst. Lol, wieso bin ich jetzt voll? Die rammeln lässt. Wieso hat das vorhin nicht funktioniert? Ja, aber ich habe vorhin auch Medis genommen und da war nur die Hälfte. Das ist doch beschiss. Ich fühle mich ungerecht behandelt.
Soll ich noch auf Durst? Und Hunger. Benny, komm mal her. Aber das erledigt sich, sobald wir dort sind. Denn wir wissen alle, ich töte... Da übrigens, liebe Leute, ist es jetzt wieder meine Überlänge. Aber ich habe jetzt keinen Bock, einen Cut zu setzen. Wenn du zwei Leben hast. Siehst du da Fische? Warum? Das ist doch dreckiges Wasser. Weil das Medikamente sind. Hauptsache, ich habe beim Wasser ungefähr 20 FPS. So. Jetzt wird gebumst. Ich fand sie auf jeden Fall gerade nützlicher als den Scheiß schwer, Alter. Ich meine, das Ding ist, weißt du, was mein Problem da unten raus war? Ich habe die alte nicht mehr gesehen. Ich habe die angezündet, nachdem die nicht mehr gebrannt hat, war ich komplett ohne Sicht. Du hast die nicht zufällig umgebracht, dass du dort warst, oder? Ja, ehrlich. Warum denn nicht? Ja, aber die hat ja jetzt quasi kein Leben mehr. Du hast doch dein Zeug. Auch wenn die Keule langsam ist, ich finde sie als Waffe trotzdem geil. Wir töten die, Alter. Als ob das jemals nicht funktioniert. Er hält sie halt auf Distanz, aber die Keule macht Schaden. Also, gerade eben jetzt mal ausgenommen. Ah, ich werde von einem gegriffen, Tobi. Okay, ich komme zu dir. Nein. Cool. Kleiner, fetter Hurensohn. Weil ich sie schon davor nicht töten konnte. Ja. Hätte das eigentlich, wenn man den auf den Kopf aimt? Alter, wir haben keine Chance. Ja, Alter, der kann auf den Baum klettern, was ist mit dem los? Ich auch. Ich hab hier ein paar Leute. Ja, ich bin gleich tot. Eins, zwei. Was zwei, du vier haben wir insgesamt. Oder der? Yo, wieso springst du mich an? Einer ist am Boden. Ich dachte, ich kann friedlich sterben. So, jetzt geht's wieder schwer, meine Bitches. Ey, was für Huren. Weißt du, was der gemacht hat? Er ist hier den Baum hochgeklettert. Also, wir haben keine Chance. Nein, ist noch einer. Gut. Hatten die schon immer. Ja, einer ist aufgestanden. Das war der Blaue, den du gerade gefilmt hast. Was ist die scheiß Höhle? Ich lauf nicht auf der Stelle. Bei mir nicht. Ich hab noch eine Höhle gefunden. Ja, bei mir bewegst du dich halt auch nicht. Also ich kann Sachen abbauen. Oh. Das sind alle tot. Ich hab Giftpilze gegessen. Ich hab jetzt wieder so 2 HP. Wo ist der andere, wo ich hier lag? Oh, nicht, dass der aufgestanden ist. Da vorne kommt wieder einer. Ich krieg zu viel. Ich esse jetzt mal kurz was. Da bei dem, in dem Dorf ist einer. Wieso läufst du auf die Stelle? Mir läuft es auf der Stelle. Ich esse kurz einen Lizard. Ich habe warum auch immer keinen Durst mehr, seit ich wieder geboren wurde. Ich glaube, es gibt keine Probleme. Kennt man ja mal so geschlagen und denkt sich dann so: Boah, nee, du Durst habe ich euch keinen. Jetzt bist du weggesprungen.
die nachher so aus. Ich fick die nächste Session so auseinander. Wer ist da vorne? Ich sehe da keinen. Da. Dann knüppel ich nieder. Wobei, der haut ab. Bei mir rechts sein. Das war ungewöhnlich. Ja, ich habe halt meinen Totenkopf da. Ich musste nur gerade gucken. Also ich, sorry liebe Zuschauer, aber ich habe gerade irgendwas gucken müssen. Hä? Unter mir ist mein Todespunkt. Oh, hier. Hey, neues Outfit. Ich glaube, ich habe gerade Handy-Vibration, Handy-Scheiße gehabt, oder? Wobei, will ich die auf Teamspeak nicht? Ja, also dann dürfte es ja. Ja. Oh, muss ich da runter? Fische bei der Höhle. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ja. Du Scherz kriegst das nächste, warum ich mit den Mollys ganz runter musste. Boah, ich hab da echt keinen Bock drauf. Kannst du mitkommen? Ja. Und als ja. Erste. Ich bin in der Höhle unten gestorben. Wir machen das so. Du gehst kurz runter, tanzt du die rum. Ich geh zu meiner Leiche und dann gehen wir beide wieder hoch. Ich hab nichts gehört. Das hast du mir geglaubt? Was? Warte mal kurz, ich mach dir erstmal Licht da unten. Okay, bist du vor mir unten oder nach mir? Gut, weil ich hab nur ein Speer. Also ich hab Shift gedrückt. Moment, ich muss noch mein Feuerzeug anmachen. Kann ich die nicht so runterwerfen? Bin unten. Ja, viel Spaß beim Holen. Soll ich das da auch mit runter meine oder was? Leiche ist weg? Ach nee, hier. Und jetzt wird die Alte vergewaltigt, das glaub mal. Töten die ja stimmt mein. Auch nicht. Ja, wie also jetzt keine Mollys mehr, das ist so Schiebung. Ja, mein Schiff rutscht runter, schneller. Ich bin vor dir unten. Habe ich die vielleicht noch gekillt? Ich auch. Ganz gedauert aus. Ich bin optimistisch. So, Hure, komm her. Ich sehe sie nicht. Wir können jetzt einen Jagdunterstand bauen. Nee, keine Ahnung, wo die ist. Ja, halt ein Feuer, ein Lagerfeuer. Nee, bei vorne war sie definitiv noch da. Ich bräuchte einen Stein, so viel zum Thema. Ich dachte, ich höre jetzt auf. Wir haben halt unser Zeug wieder, Alter. Lass uns erstmal equippen. Ich hab genug gesehen. Kann man noch was anderes bauen, vielleicht, was nicht so viel kostet. Aber hier haben wir jetzt ja nicht Probleme mit den Steinen jeweils. Ich muss kurz das. Aber ich muss auch. Ich hab keine Medis dabei, das heißt, ich bin wieder nutzlos. Ich meine, lichtmäßig fackeln was. Was man hinstellen dann kann. Dann lass echt hochgehen. Das bringt nichts, ich habe 30% Leben. Lass irgendwann mal gestärkt wiederkommen. Wo dann gehen wir? Was? Da
Ah, nein, vielleicht. Weil so werden wir das, glaube ich, eher nicht schaffen. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt in die Reihen rein, dann weiter in der Höhle sind und unser Zeug verlieren. Ach ja. Ich habe auch keine Medis mehr, ich habe sie meinen letzten gegeben. Ja, das hat mich tatsächlich auch, ich dachte, dass wir irgendwo zwischendurch mal halten. Und dass ich dann. Was? Ja, ist jetzt weniger ein Problem, sagen wir mal. Na gut. Ja, ich auch nicht. Oh lol. Ey, jedes Mal diese Scheiße. Ich renn. Okay. Wenn ich erschieße es gleich an den oder dich? Oh. Jetzt aber echt mächtig weit runter. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich hatte zwei. Nö. Hier oben laufen welche. Oh, ich hab geholfen. Ich habe zwei weggelockt. Keine Ausdauer. Hallo? Hinter dir. Grüße. Das ist Nummer 3. Ich kämpfe. Hey, Jan, das ist schon cool, wenn du ein bisschen helfen würdest. Und es steht schon wieder jemand vor der Tür. Wir können natürlich nicht mit der Hand schlagen, das macht ja Sinn. Der wartet hier eiskalt trotzdem. Zwei getötet. Was ein Arschloch, der will oh mich. Oh Gott, das eine ist ein Dicker. Und ich bin tot. Drück jetzt. Hey, ich habe wieder 9 Tage überlebt. Toll, der eine lässt mich hier nicht weg. Das. Ja, ich komme hier nicht weg, weil der Kollege hier irgendwie hat er sich auf mich eingeschossen. Wir können rennen und in den Busch verstecken. Na. Ich probiere es mal. Wuhu! Gute ist, du kannst auf jeden Fall hier durchlaufen. Ich nicht. Ja, du kannst hier durch. Dich hast du schon mal durchgelassen. Ich höre es hier nur schreien die ganze Zeit. Ja, ich komme nicht weg, weil der Typ die ganze Zeit davor steht. Hm? Ja, aber er hat mal gepackt, das ist übrigens ein anderer. Und zwar, du blockst mich. Guck mal, der backt nämlich hier unten. Zeug wieder. Der lässt sich meine nicht zwei weg. Freunde von vorhin! Die gemeint haben, es wäre mit ich sich ermögliche dir die Flucht, auf jemanden zu lauern, wenn er aus der Höhle kommt. Ja. Oh nee, Alter. Ich hab... Wie bin ich jetzt gestorben? Ich hasse dich. Wenn ich jetzt sterbe, gibt's ein Rage Quit. Ich war Hunger übrigens gerade. Und ich hab wieder. Was kann ich? Ich war noch da! War er vorne auch, ich bin einfach über ihn drüber gesprungen. Was sind jetzt zwei da? Ja, ich hatte jetzt nicht so die Option, das zu machen.
Ja, einfach drüber springen, loslaufen, so wie ich gerade eben. Kann ich hier irgendwas essen, wenn ich das dabei habe? Benny? Ja. Viel Glück. Komm mal nicht zurück. So, jetzt habe ich zwar nur noch 2 Leben und bin am Erfrieren, aber hey. Moment, hier war noch ein Lagerfeuer bei der Hütte. Sie haben ein Lagerfeuer geklaut, die Schweine. Ich erfriere. Na, hier ist es. So. Ja, komm, kletter hoch auf den Baum, komm runter. Dieses Chico braucht kein Mensch, oder? Die Chico-Scheiße braucht kein Mensch, oder? Hinter dir ist einer. Wie mache ich denn der fucking Eidechsenrüstung? Einer tot. Egal. Ach, da kann ich einfach auf Tragen drücken. Ups. So, ich würde rennen. Machst du mit? Lauf mir zurück. Ach so, das ist diese Tarnrüstung dann, oder? Ach, nee. Hm? Können wir abhauen? Weiß ich nicht. Später vielleicht mal. Bevor noch mehr kommen. Und... Oh. Alle. Hops, hast du los. Ich meine, wir müssen nur deren Dorf vorbei. Hast du gerade gebrüllt? Okay, und du bist hinter mir? Was? Einmal ist 20 Blätter. Einmal Haut und dann 20 Blätter. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Du hast mir gelogen. Oh lol. Mhm. Ich glaube, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, da wo ich angelaufen bin, waren die Riesenfelswand. Das ist tot. Die gute, ich kann dein Baumhaus sehen. Du, wie du weißt, du bist ein Kumpel, aber... Ich warte seit 40 Minuten drauf, dass ich mein Zeug bekomme. Nee, ich bin vor dir. Du würdest dasselbe... Moment, wer hat denn vorhin gesagt, ja, ich bin da mal weg, gell, ciao. Und läuft alles, haben es mit ihm los? Oh toll, jetzt geht auf mich, danke. Ich wollte mich gerade helfen. Ja, warte. Also warte wirklich, ich komme gleich. Ja? Mit gleich meine ich, ich brate mir was zu essen, heil mich einigermaßen, dann komme ich. Ja, ich hab's gesehen. Er dir hinterher und er hat es irgendwie besser gemacht als du. ja. Kommt drauf an. Also ich würde es versuchen, dich zu retten, aber ich würde mich jetzt erstmal kurz, ich würde erstmal kurz Fleisch und sowas braten, damit ich einigermaßen bei Kräften bin. Okay. Wetten wir, der steht gleich hinter mir. Ich sollte aufhören, solche Witze zu machen, da waren gerade 5 Lizards. Das Gute ist, ich habe sehr viel Fleisch. Ich bin die Felsklippe runtergesprungen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Soll ich Neustart drücken? Nee. Wie sind nicht so viele Hasen auf einmal? Macht mir ein bisschen Angst.
Ich renne. So ein verdammter Hasenkäfig. Nochmal vom Flugzeug. Das ist doch hell. Wie bringe ich denn den Hasen in den Käfig? Okay. Und dann geht er einfach in den Käfig. Ja, easy, Alter. Ah, brauche ich nur noch den, die Stöcke. Also ich wäre jetzt quasi bereit, um dich wieder zu beleben. Ich habe so das Gefühl, das hat sich erledigt, oder? Das Gute ist, der Hase lebt noch. Ach ja. Ja, liebe Freunde, aber das war's auch mit der 51-Minuten-Folge. Ich bin wieder da, das ist doch das Wichtigste. Und ob Tobi jemals zurückkommt, sehen wir dann. Bis irgendwann.